Hat sich das Klima nicht schon immer verändert? Das stimmt nur zum Teil. In der sogenannten kleinen Eiszeit zwischen 1550 und 1750 ging die Jahresmitteltemperatur um ca. 1,5 bis 2 Grad zurück. Hier waren die Winter extrem kalt und die Sommer nur feucht-kühl. Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied zu heute. Und das ist der Einfluss des Menschen. Konkret betrachtet sehen wir Folgendes. In der Vergangenheit waren nur einzelne Teile vom Temperaturanstieg betroffen. Heute 98% der Erdoberfläche. Die historischen Klimaveränderungen dauerten mehrere Jahrtausende. Heute verändert sich das Klima binnen weniger Jahrzehnte. Es gab noch nie einen solch starken Anstieg in so einer kurzen Zeit. Ohne den Menschen gäbe es heute eher einen Trend zur Abkühlung, wenn man historische Schwankungen fortsetzt. Stattdessen heizt sich die Erde immer weiter auf.